Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar heute soll es ein bisschen um den M140 gehen, den ich jetzt ungefähr fast ein Jahr habe. Ich habe jetzt 30.000 Kilometer, mehr oder weniger ganz genau runter. Ich wollte eigentlich ein Foto davon machen, habe es wieder verpeilt. Dann waren es ein bisschen mehr. So, was gibt's zu sagen? Auffälligkeiten nach einem Jahr gibt's eigentlich keine. Ich habe bisher einen Service gemacht, der war bei circa, boah, lass mich lügen, 25.000 Kilometer oder so, 27.000. Das war aber auch nur der Ölwechsel, das war so ein kleiner Service. Ich habe mir tatsächlich das Öl selber besorgt. Also ich kenne da jemanden, da kriegt das Öl halt günstiger. Warum soll ich 150 zahlen, wenn ich es für 50 kriege? Ist im Endeffekt dasselbe, ja. Ja, im Endeffekt, also man muss schon sagen, Preis-Leistung, so servicetechnisch, ist schon krass. Ich denke, ich habe in 15.000 Kilometer oder so den etwas größeren, ich weiß nicht, Fahrzeuginspektion oder sowas. Ja, aber ich habe im Endeffekt 177 Euro waren das, glaube ich, gezahlt. Mit dem Öl sind es so knapp 200, bisschen mehr gewesen. Das ist nix. Ich meine, wo zahlt ihr für die Marke so wenig? Also da muss ich echt schon BMW Props geben. Respekt auf jeden Fall. Preis-Leistung geht es auf jeden Fall meiner Meinung nach echt fit und da kann man sich auch gar nicht beschweren. Ich meine, günstiger kannst du so ein Auto echt nicht fahren. Das ist ein M, hat 400 PS. Wisst ja, ihr, ansonsten kann man eigentlich noch sagen, ja gut, ich habe gesehen, nach circa 30.000 Kilometer, also nach den ersten 30.000 Kilometer bis zu dem Service, hat der in etwa so 0,7 Liter Öl hat der schon verbraucht oder so 0,5, 0,7 ungefähr. Ist natürlich nicht viel, aber weiß nicht, ob das jetzt zu erwähnen ist oder so, aber ja, weiter eigentlich auch nicht schlimm. Sonst ein Garantiefall, irgendwann, das ist gar nicht so lange her, das war dann kurz nach dem Service irgendwann, hat er meine Reifendrucksensoren nicht mehr erkannt. Und 3 von 4 Stück irgendwie, ich habe gedacht, die sind kaputt oder so, bin zum Reifenhändler gegangen, die haben das so ein Gerät, das können die auslesen. Und 3 von 4 konnte der halt einfach nicht erkennen, nur einen konnte der erkennen, bin zu BMW gegangen. Und dann bin ich reingegangen und ich war in Jogginghose und so. Und ich weiß nicht, ob die Sekretärin da mich einfach nicht so viel vollgenommen hatte oder ob die einfach deprimiert von ihrem Job her war. Naja, tut ja auch nicht zur Sache. Auf jeden Fall bin ich hingegangen und habe gemeint, ja, bei mir sind die Reifendrucksensoren defekt oder so, der erkennt die nicht mehr. Ja gut, was haben sie für ein Auto? Ich sag so, einen neuen M140. Dann habe ich ihr einen Schlüssel gegeben, die können ja nur über den Schlüssel alles auslesen mittlerweile. Und dann hat sie gesagt, naja, neu ist er ja nicht, ein Jahr hat er ja runter. Und dann habe ich geantwortet, ja gut, wenn bei euch nach einem Jahr das Auto schon kaputt ist, dann brauche ich ja hier keins mehr zu kaufen. Ja, ja, so war das ja jetzt ja nicht gemeint und so. Naja, dann hat sie sich entschuldigt, dann war das geklärt, dann kam dieser Serviceberater und der war auch echt nett. Da haben wir uns kurz mein Auto angeschaut und dann hat er auch über den Schlüssel einfach mein Auto ausgelesen, keine Ahnung. Das Ganze ausgedruckt, den Fehlerbericht da und hat gemeint, ja, kaputt sind die höchstwahrscheinlich nicht. Da liegt nur eine Störung vor, so, dass der nicht lesen kann und so. Müssen wir einen Tester anschließen. Lassen Sie das Auto da. Zahlen müssen ja sowieso nichts, läuft ja über Garantie. Ich habe ja 5 Jahre Garantie. Und ja, hat eigentlich auch alles top funktioniert. Dann, ja, haben die sich darum gekümmert, dass ich nach Hause komme, dass sie wieder herkommen. Und ja, das war eigentlich ganz top. Also Service kann ich mich eigentlich nicht beschweren. Haben das problemlos behoben. Und ja, ansonsten gibt es eigentlich nichts zu sagen. Das Auto ist top. Die Winterreifen, die hinteren Winterreifen, das ist ja ein Heckantriebsschalter, die habe ich schon vernichtet. Also in einem Winter habe ich die hinteren Reifen echt vernichtet. Gut, es liegt halt dadurch daran, dass es die ganze Zeit durchdreht, mehr oder weniger. Und ja, die vorderen sind gut, aber die hinteren müssen auf jeden Fall neu. Die Sommerreifen sind auch noch gut. Ja, ansonsten gibt es eigentlich nichts zu sagen. Bin mit dem Auto voll zufrieden und so. Mit BMW eigentlich voll zufrieden. Und ja, wie gesagt, so ein kleines Fazit so nach einem Jahr. Und 30.000 Kilometern, bin eigentlich echt zufrieden. Ich sage mal, so ein Sportwagen kannst du halt echt nicht günstiger fahren. Was zahlt so bei einem AMG, bei einem A45 oder so für einen Service? Ja, bestimmt keine 177 Euro, da bin ich mir sicher. Das wird so 300, 400 sein. Da bin ich also echt zufrieden und kann man nicht meckern. Also wer sich da noch beschwert, der muss ein anderes Auto fahren oder eine andere Marke, definitiv. Alles in allem, wie gesagt, bin ich zufrieden. Ist ein Schalter, Heckantrieb. Ist echt geil.
Und ja, mal schauen, wie das so die nächsten Jahre verläuft, wie sich das Auto schlägt. Bis jetzt, wie gesagt, ist eigentlich alles top. Und das soll es auch eigentlich schon gewesen sein. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, checkt meinen Kanal ab. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.